Mission abschließen. Archangel hat oberste Priorität. Sie verschwenden hier nur Zeit. Ich wünschte, wir hätten einen besseren Start gehabt. Wir wären ein tolles Team gewesen. Für ihre Evakuierung. Over. Michael, du bist zurück. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Und da sind wir auch wieder. Und ich wusste jetzt gar nicht, ob das jetzt ein Neustart der neuen Kampagne ist oder eben nicht. Wie wir sehen, ist Psycho wieder da. Anscheinend hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Und könnt ihr eigentlich zu Hilfe kommen? Wir wissen immer noch nicht genau, wo sie ist. Ja, also so in dem Dreh hat sich das ja einfach so beendet. Ich dachte, es kommt jetzt sonst was. Aber nun gut, jetzt können wir ja auch erstmal hier runter. Ich werde dann eben nochmal die Panzerung einschalten, genau, damit ich den Sprung abfedern kann. Und was ist hier drin? Bitte, bitte sagt mir, was da drin ist. Also auf jeden Fall sieht es schon sehr abgefahren aus zu dem, was wir jetzt alles hier sehen. Und ich werde bestimmt nicht diese Waffen, die ich gerade habe, wechseln. Also war es doch kein neuer Start der neuen Mission. Und runter. Genau. Maximal Panzerung. Genau, genau, genau. So, was gibt's hier unten? Oh, ein Fahrzeug. Yeah, kann ich wieder rumfahren. Das ist so geil, das Teil. Okay, gibt's hier noch was? Ah, noch mehr Munition? Nee, erstmal hier nicht. Die sind alle tot. Gibt's hier noch was? Nee, doch nicht. Hm, schöne Lichteffekte. Okay, dann fahre ich einfach mal los. Bam, Alter, mit dem fetten Ding, ey. Cool. Ich hab nur 30 Schuss leider. Oh, die Rampe noch verpasst. So eine Scheiße. Egal, weiter. Ne, was ist das? Den Heli hole ich mir erstmal runter. Also auch noch ein paar Dinge. Boah, ein bisschen vorsichtig gefahren. Habe ich nicht mitgenommen? Ich schieße in die Luft. Oh, hier kann ich hochgehen. Ich habe schon einen besseren Schuss. Das ist ja. Den Heli habe ich da unten erwischt. Erinnert mich hier so ein bisschen an Half-Life 2, oder? Das war auch cool, wenn man mit dem Fahrzeug rumfahren konnte. Nur nicht so cineastisch wie hier. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Prophet, verlege Romeo 12 an eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Wow, oh, cooler Dreher. Dafür kann ich das hier angreifen, wenigstens. Oh, das hat mich jetzt aber erwischt. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Hey, du willst hin. Prophet, verlege Romeo 12 an eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Okay, ich überfahre das jetzt erstmal oder fahre rüber. Und hier rechts sind wir erstmal ein riesen fettes Schiff, ey. Mann. Wow. Alles klar, das Ding ist erstmal weg. Und da ist noch ein fettes Vieh. Erstmal weg davon. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Schön gut abgespielt, danke.
den. Mann, wo muss ich denn hier lang? Jetzt bin ich einmal rumgefahren, anscheinend muss ich da irgendwas einschalten. Oh, fuck. Ja. Hat nicht. Ja, du bist weg. Na, wer ist noch hier? Oh, hier habe ich wieder ein bisschen Informationen aufsammeln können. Eine Waffe. Und hier auch richtig. Bam, weg. Ah ne, scheiße, der steht noch. Was mache ich denn jetzt? Ist keine Munition mehr. Das Ding ist aber fast zerstört. Vielleicht kann ich das hier hacken. Oh, mal schnell. Alles klar, das knallt sogar, das passt ab. Geil. Und ist weg. Ah, es ist schon. Ich glaube, ja. Es ist zerstört. Erstmal schön nachladen. Aber er schießt immer noch. Da hinten ist immer noch einer. Was ist das denn für ein Team? Wow. Okay. Da muss ich mich persönlich drum kümmern. Ach so, was ist so ein Dicker. Was mache ich da? Ah, ich habe kein C4 mehr. Dann mache ich den mit Granaten. Muss ja irgendwie klappen. Mache ich die Panzerung, dann müsste es klappen. Na los. Ja, der schwächelt und der schwächelt schon. Ja. Oh, die explodieren aber auch so krass. Alles klar, jetzt müsste ich eigentlich irgendwo da bestimmt was einschalten können, damit das Tor sich öffnet. Oh, Mann, die sind echt platt gemacht worden. Nee, den brauche ich erstmal nicht. Munition, könnte ich eventuell... Nein, alles voll. Dann will ich mal... Ah, aber Granaten, genau. So, jetzt habe ich das Tor geöffnet, sag ich doch. Jetzt kann ich da durch. Überall explodiert und knallt es. Boah, das fette MG nehme ich noch mit. So, das Tor ist unten und ich kann wieder in meine Karre reinsteigen. Na, da ist es. Oh ne, er schmeißt bestimmt weg. Ja, ich wusste es, so ein Mist. Aber ich habe auch keine Munition mehr. Egal, weiter. Weiter! Alter, was ist da so viel? GTA, Motherfucker! So, erstmal hier durch. Schöne Lichteffekte nochmal genießen hier im Tunnel. Hoffe, wir haben einen Notruf auf rasch sicherem Kanal aufgebracht. Over. Rasch! Wenn uns jemand helfen kann, dann hier. Hey, Juli. Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rasch Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay, hier kann ich erstmal nicht mehr weiter, also muss ich hier rüber. Hier ist also das Epizentrum. Wo sie alle hier rumballern.
Jetzt will ich auch mal rumballern. So, was haben wir hier? Scharfschützen will ich eigentlich nicht. So, hier sind noch ein paar Gegner, die will ich erstmal aufnehmen. Ja. Und das könnte ich ja mal benutzen. So, dann zeige ich mal, was hier abgeht. Ah, Munition, okay. Da vorne zum Beispiel. Den hier, gleich weg. Oh, ich habe ihn noch getroffen. Hör mal auf, so rumzuwackeln. Hallo? Ey, wie oft soll ich ihn noch abknallen? Nee, bessere Munition gibt's gar nicht. Na, okay, dann nochmal. Ich hab ihn wieder getroffen, der lebt immer noch. Nee, das will ich nicht. Und hier gibt's auch gar nichts Besseres. Na gut, dann nochmal. Ey, jetzt habe ich den noch einen Kopf getroffen. Der lebt ja immer noch. Ich verstehe es nicht. Jetzt. Oh, jetzt leck mich doch am Arsch. Ich hab's versucht und es geht nicht. Also. Nee, brauche ich alles nicht. Alles klar. Dann werde ich mich mal vorwagen. Prophet, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von einem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Überall sind Gegner. Nee, aber... Nee, da versuche ich es nicht. Ich versuche mal drumherum zu kommen. Vielleicht geht es ja, dass ich hier links lang kann und dann... Weil da, man sieht ja zwei Eingänge anscheinend, wo ich lang gehen kann. Nee, ich brauche keine Munition anscheinend. Gut, dann wollen wir mal. Prophet, wir haben Rush. Wie ist dein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Mist. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Können Sie mich denn sehen? Ah, die verdammten Viecher hier mit dem Flammenwerfer. So, für den habe ich noch was Spezielles, und zwar das hier. Na ja. Ja. Das hat gereicht. Ein Glück. Puh, ich habe nämlich keine Munition mehr dafür. Okay, jetzt versuche ich es mal so. Oh, da gibt es noch mehr. Noch mehr. Sehr gut. Ich liebe das C4. Nun gut. Anscheinend hat mich schon wieder einer hier gesehen. Ja, der hier. Oh, ich kann mal was hier aufnehmen. Knall den mal jetzt weg hier. Was ist das für eine? Also das ist eine Gatling Gun. Cool. Nehme ich mal kurz aus der... Da oben links ist es auf jeden Fall. Okay, da muss ich hin. Nur erstmal die ausschalten. Du oder ich? Du oder ich? Du. Wo ist es doch? Ah, keine Munition mehr. Verdammt. Okay, wie mache ich es jetzt? Ich überlege gerade links lang. Vielleicht kann ich ja gleich hin. Mit dem kann ich es nicht versuchen, mit dem MG. Muss es irgendwie anders machen. Ah, ich versuche es einfach. Nee, Mann, die schützen sich zu stark. Ah, ich versuche es einfach schnell. Okay. Ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Archangel wird in Liberty Zone in 10 Minuten erfasst. Wir brauchen Beeilung, Prophet. Die sind alle abgehauen. Sind Sie das, mein Junge? Ich hätte wissen müssen, dass auch Sie verlassen sind. Eine kluge Entscheidung. Archangel ist eine Gefahr für uns. Hat das funktioniert? Schnell. So weit gekommen. Wir dürfen jetzt nicht
alles verlieren. Prophet, ja. Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren. Over. Roger. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. Okay, ich bin erstmal drin. Seth machen nichts mehr erstmal. Warum auch immer. Und ich habe was aufgenommen. Die Waffe habe ich aber noch. Ja, die Waffe habe ich noch. Gut. Puh, jetzt muss ich erstmal die Landezone frei machen. Und habe erstmal hier ein bisschen was zu tun. Ach Mist, das ist so ein Ding. Das ist der da zuerst dran. Oh, jetzt habe ich keine Energie mehr. Ja, die ist super. Hey, ein MG. Ach Mann. Ach, ich liebe dieses Ding. Nein, nicht das Nachladen. Du sollst das nehmen, genau. Und das nehme ich mit. Damit kann ich nämlich sehr viel Schaden anrichten und das will ich auch. So. Zuallererst werde ich, glaube ich, mal das da. Oh. Yeah. Warum nicht? Ups. Oh, da ist ein Scharfschütze. Ah, die werde ich erstmal da platt machen. Okay, alles erstmal erledigt. So, erstmal zum markierten Punkt. Unauffällig, natürlich. Ui. Ja, ich bin nicht nah dran. Was ist los? Verdammt. Okay. Sieht mich nicht, sieht mich nicht. Jetzt sieht's mich. Jetzt sieht's mich! Verdammt, egal. Ach so, es ist schon erledigt. Okay. Ah, jetzt wirft er das schon wieder weg. Egal. Das nehme ich mir gleich wieder. So, was haben wir hier? Nee, das will ich nicht. Die habe ich doch schon. Okay. Dann müsste ich das Ding jetzt mal in die Luft jagen. Muss ich. Achso, ich muss das selber machen. Okay. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Mach Over. Ich. Archangel ist in 5 Minuten hier. Ist offline. Dann sitzen wir jetzt in der Scheiße. Alles klar, zum nächsten markierten Punkt. Ich geh jetzt runter. Over. Kritische Gefahr. Flugabwehrsystem ist offline. Okay, okay. Ich bin bald da. Wo ist denn da jetzt ein Übergang? Ich sehe gar nichts. Oder ich sehe es einfach nicht. Einfach einmal rumlaufen wäre vielleicht passend. Oh, das Ding ist immer noch da. Da oben treffe ich gar nicht, oder? Nee. Das Ding muss zuerst dran glauben. Das hat's jetzt auch und jetzt erstmal den da oben. Ich glaube, ich muss sogar dahin. Da oben ist das die Brücke. Yep, das war's. Ist erstmal nichts. So, da muss ich rüber.
sehe zwei Leute. Nummer 1. Nummer 2. So, und da ist auch schon der Fahrstuhl. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Außerdem waren es auch sehr wenig Munition. Genau, sehr wenig Munition. Dafür habe ich noch das hier. Er ist fast da, Prophets. Beeilen Sie sich! Nur noch ein paar Sekunden! Ich bin gleich da. 16, 15, 15. Prophet, helfen Sie mir! Sie müssen auf das Terminal zugreifen. Zugriff! Notfallprotokolle initialisiert. Alle verbliebenen Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9 evakuieren. Alles aufgehalten? Sämtliche Mitarbeiter werden in T-minus 15 Minuten zum Appell gebeten. Offenbar wurde Archangel nur zum Teil geladen. Etwa 5%. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der Seth-Energie. Wir hatten Glück. Großes Glück. Das war alles. Projiziere Stufe 3 Simulation. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich Ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 3 Simulation. Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl. Er lädt sich auf. Oh mein Gott. Das ist eine Einstein-Rosenbrücke. Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Seth-DNA? Wissen sie, was sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Seth gekämpft, genau wie ich. Aber sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind sie einer von ihnen. Karl. Karl? Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Raus hier! Schnell an die Geschütze!
Psycho! Der Alpha-Set bricht aus dem Turm aus! Kampfschiffe! 3 Uhr! Bewegung! Komm schon! Bringen Sie uns wieder raus! Das dürfte schwierig werden!